So, grüß Gott, mein Name ist Erich Brunner, ich bin der Eigentümer von Fisch und Feinkost Brunner in Reutlingen. Aktuell heute Abend sind wir auf dem Nürtinger Wochenmarkt. Wir sind heute da mit Fischbrötchen und haben aber auch eine Austernbar und Gläsle Sekt und einen Kessler Rosé dazu. Das ist heute unser Schwerpunkt. Die letzten viermal waren wir auch schon da in Nürtingen. Es wird immer sehr, 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 sehr gut angenommen. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Nürtinger Wochenmarkt. Unabhängig davon sind wir natürlich auch noch mit unseren Fischspezialitäten in diversen Wochenmärkten unterwegs, wie jetzt in Reutlingen, wo wir herkommen, am Dienstag und am Samstag. Wir sind am Donnerstag in Wannweil. Wir sind in Pfullingen am Freitag. Wir sind also so in 11 regionalen Wochenmärkten unterwegs, einschließlich Esslingen mittwochs. Ja, wir haben Frischfisch aus allen Herren Ländern und wir ungefähr 30, 40 Sorten. Wir haben Salate, wir haben Räucherware. Ja, und das machen wir seit über 25 Jahren. Seit über 25 Jahren sind wir mit dem Laden in Reutlingen und jetzt seit 20 Jahren betreiben wir auch mit 2 Fischmobilen die Wochenmärkte. Herr Brunner, was schätzen Sie am Wochenmarkt und wie sehen Sie die Zukunft der Wochenmärkte? Also ich stelle fest, dass die Wochenmärkte auch dank Corona viel, viel stärker besucht werden, als wir das bislang kannten. Die Leute waren damals einfach auch in der Situation, dass sie gesagt haben, ich will an der frischen Luft sein, ich will nicht in so geschlossenen Räumen sein. Da haben wir sehr profitiert davon. Rein vom Grundsätzlichen her, die letzten 20 Jahre, muss ich sagen, war ich keinen Tag nicht gern auf dem Wochenmarkt, weil es einfach jeden Tag was anderes ist. Man ist jeden Tag an einem anderen Ort, man hat seine Freunde dort, also so befreundete Kunden mittlerweile sogar, man kennt sich mit Namen, man weiß, wie die Kinder heißen und, kennt jedes Jewehchen. Also ich kann sagen, für mich persönlich, ich habe meine Berufung damit gefunden und es ist einfach etwas, was ich super, super gerne mache. Selbst wie gesagt 20 Jahre später immer noch und auch vorhabe, das weiterzumachen. Ich sage, also, es ist einfach klasse. Es ist einfach, so wie man sagt, ein ganz anderes Miteinander. Es ist viel entspannter, viel lockerer als in einem Einkaufsmarkt. Und ich denke, wenn ich jetzt also als Kunde, kaufe natürlich auch lieber auf dem Wochenmarkt ein als ganz woanders. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Wochenmärkte gerne auch ein bisschen teurer sind, aber das liegt einfach der Tatsache geschuldet, dass es auch etwas mehr Aufwand ist. Und ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich sehe die Entwicklung der Wochenmärkte durchaus positiv. Herzlichen Dank, Herr Brunner. Sehr, sehr gerne.